Hallo, hier ist Mr. Eos. Hier ein kleiner Schnelleinkauf. Wir nennen es Schnelleinkauf. Ich versuche es auch schnell über die Bühne zu bringen. Diesmal nicht so lang gezogen. Perspektive werde ich vielleicht nicht wechseln. Mal schauen. Hier haben wir eingekauft diesen einen Insektenburger. Dieses Patty Tex-Mix. Bold Foods heißt es in dem Fall. Ja, das ist wieder mit Protein. Und so sieht's aus. Gibt's beim Netto. Das ist die eine Version. Dann gibt's dann eine, wie Sie auf dem Bild erkennen können, etwas andere Version. Ja, die werde ich mir dann aus. Die waren letztens mit meinen besten, die ich empfehlen konnte. Die hatten so, sind allgemein alle leicht scharf und die auch. Also kann man auf jeden Fall fürs Brötchen und so nebenbei mal machen. Und vom Optischen sieht das so aus. Ja. Das dazu, da habe ich mal eine Big City Pizza gekauft von Wagner. Hier scheint alles drauf zu sein. Pilze, Salami und Schinken. Steht es auch schon. Mit Salami, Ham und Mushrooms. Wie auch immer, nicht falsch verstehen. Da haben wir diese. Dann habe ich mir für zwischendurch, wenn man mal einen kleinen Hunger kommt, so einen Thunfischsalat, Mexican Style, den gibt es auch überall zu kaufen, gekauft. Dann für das Naschen zwischendurch, Coffee Fee, kennt jeder. Ferrero Rocher werde ich noch ein bisschen verteilen an die Leute, die es gerne essen. Dann habe ich mir gedacht, ich esse mal Himbeeren nebenbei, das esse ich, hole ich mir immer mal gern. Dann habe ich einen Fruchtjoghurt, Pfirsich Maracuja gekauft, die Marke kann ich gerade nicht sehen. Egal. Pfirsich Maracuja. Zwei Fruit Loops. Zeige ich nur einen, das reicht. Dann für die Arbeit etwas Salami für die Schnitten. Ich esse viel Schnitten, deswegen die Salami für eine Woche. Ach ja, diese Edelsalami-Packung. Wie gesagt, wir machen es schnell heute. Dann nochmal wieder Müller-Milch-Shake White Chalk. Der hat mir letztens so gut geschmeckt, wo ich im Wald war. Das Video gibt es wahrscheinlich noch gar nicht für euch. So, dann habe ich einmal Kartoffelchips, Paprika-Version. Und zweimal den leichten Genuss, also Mozzarella, Halbfettstufe. Dies zu meinem Einkauf. Der war diesmal klein und knackig, aber es muss reichen manchmal. Ja, das dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag bei dieser, danke, dass ihr zuschaut bei diesem kurzen Einkaufsreview und bis bald würde ich sagen und ciao.